Hallo und willkommen zum verspäteten Lesemonat August, aber nicht ausgefallenen. Ich war im Urlaub, wer mir auf Instagram folgt, hat das schon gesehen. Es wird auch diverse Reisevlogs in den nächsten Wochen, Monaten geben. Ich habe eine kleine Deutschlandtour gemacht, statt Kanada. War aber auch richtig schön, ich hatte super Glück mit dem Wetter. Darum soll es aber nicht gehen. Das ist der Grund, warum der Lesemonat August jetzt erst Mitte, Ende September kommt, weil ich eben direkt Anfang September los bin. Ich wollte gerade losgeflogen sagen, aber das brauchte ich ja in Deutschland nicht. Ich bin mit der Bahn gefahren. Auf jeden Fall habe ich das Ende August nicht mehr geschafft, den Lesemonat zu drehen. Das war ziemlich schnell klar, aber ich habe mir gedacht, ja Mai, ist ja nicht schlimm, die Bücher werden nicht schlecht. Drehst du später, veröffentlichst es später. Und es haben tatsächlich Leute nachgefragt von euch. Das fand ich sehr süß und sehr lieb von euch. Ich habe ja an sich vorgedreht. Es gab immer Videos die letzten Wochen. Aber der Lesemonat, der fehlte natürlich noch und der kommt jetzt. Aufgrund dessen, dass er verspätet ist, gibt es allerdings kein Currently Reading. Ich werde vielleicht ganz kurz sagen, welche Bücher ich am Ende des Augustes angefangen habe zu lesen. Die sind aber mittlerweile schon beendet, da wir ja schon Mitte September haben. Von daher werde ich darauf jetzt nicht so komisch eingehen, wie der Stand dann Ende August war. Das wäre irgendwie albern. Ich muss eh mal schauen, dass ich zu allen Büchern, die ich im August gelesen habe, auch vernünftig was sagen kann. Denn das ist teilweise jetzt schon anderthalb Monate her, wenn es Anfang August war. Die Statistik möchte ich aber natürlich nicht vergessen. Es waren 7 gelesene und gehörte Bücher im August. Also eine sehr gute Anzahl, wie ich finde. War ich sehr begeistert von mir selber. Und es waren knapp 3000 Seiten, also 2948. Und mein Sub war Ende August bei 96, also unter 100. Das hat mich sehr gefreut. Ich möchte da auch mich mehr den 90 als wieder den 100 nähern. Ich hatte auch ein bisschen ausgemistet und fühlte mich mit den 96 ganz wohl. Wie der Stand jetzt ist, werdet ihr dann im Lesemonat September sehen. Ich habe ja noch 2 Wochen für den September. Das erste Buch, was ich in einer richtig tollen Leserunde zusammen mit der Sibi von Coyote Diaries, mit der Maike von den Book Friends und mit den beiden hatte ich auch ein anderes Buch des Autoren schon gelesen. Und ich glaube, die meisten werden wissen, welches es ist. Ihr habt es im Thumbnail auch schon sicherlich erahnen können. Und zu der Leserunde ist noch die Steffi von Lady of the Books dazugestoßen. Und zwar haben wir von John Mars The Passengers gelesen. Das ist ja neu rausgekommen. Das haben wir als Rätsel-Exemplar bekommen. Also vielen lieben Dank an den Heine Verlag. Und ja, wer mein Video zu The One gesehen hat oder den Lesemonat, als ich The One gelesen habe von John Mars, weiß, dass ich diesen Autor dieses Jahr total für mich entdeckt habe, auch wenn das jetzt erst das zweite Buch ist, was ich von ihm lese. Aber beide haben mich wahnsinnig begeistert. Ich werde nicht allzu viel in diesem Video jetzt dazu sagen, denn es wird ein Live-Hangout geben. Der ist aktuell geplant für den 1.10. irgendwann so abends, 19, 19.30. Nehmt euch da nichts vor. Ich glaube, es ist ein Donnerstag. Ich schreibe das hier unten aber nochmal rein. Und der wird wahrscheinlich bei der Steffi von Lady of the Books stattfinden. Sie ist da ein bisschen geübter. Tatsächlich traue ich mich das jetzt noch nicht, einen Live-Hangout auf meinem Kanal zu machen. Aber da werdet ihr uns live über dieses Buch sprechen sehen. Ja, sehen und hören. Und ihr könnt mit chatten, könnt euch austauschen. Ich habe das auch bei Instagram schon relativ früh angekündigt, damit die das Buch noch nicht gelesen haben. Denn es wird erst einen spoilerfreien Part geben und dann natürlich den Spoiler-Teil, wo wir das Buch auseinandernehmen werden, was uns gefallen hat, wie wir die einzelnen Szenen fanden und so weiter. Und ja, worum geht's in The Passengers? Ich glaube, die meisten haben es schon mitbekommen. Es geht um das Thema autonomes Fahren. Es ist eine nicht allzu ferne Zukunft. Es spielt in London. Und dort werden nach und nach die normalen Autos quasi verboten. Das wird in den nächsten Jahren der Fall sein in diesem Buch. Aber autonomes Fahren ist schon total gängig. Also selbstfahrende Autos, selbstfahrende Busse, auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das hat natürlich super, super tolle Vorteile, aber ich gebe zu, ich finde das sehr gruselig. Ich finde den Tempomaten schon gruselig im Auto. Aber so ein komplett selbstfahrendes Auto macht mir Angst und damit spielt dieses Buch unfassbar gut, denn es geht um 8 Protagonisten, 8 Insassen von diesen Autos, die entführt werden quasi von ihrem Auto. Das wird gehackt und der Hacker sagt ihnen, ich glaube, sie haben nur noch 1 oder 2 Stunden zu leben, dann werden diese Fahrzeuge explodieren. Sie haben keine Kontrolle mehr über das Auto, niemand hat die. Und jetzt muss ich mal schauen, dass ich nicht zu viel verrate. Auf jeden Fall streamt der Täter auch diese Fahrt der Passagiere live im Internet und lässt die Zuschauer abstimmen, wer überleben soll. Das ist so die Grundgeschichte, da steckt wieder so unfassbar viel drin. Wir haben so viel diskutiert, wir haben Sprachnachrichten ohne Ende hin und her geschickt, weil John Mars es einfach schafft, den Finger in die Wunde zu legen und dir selber
so viele Fragen aufzeigt und ja, dich zum Nachgrübeln lässt, also dich zum Nachdenken lässt. Man grübelt halt, wie würde man selber handeln? Wie würde man selber entscheiden? Ist das realistisch, wie die Menschen dort teilweise abgehen? Und leider ist es das, meiner Meinung nach. Es ist wirklich ein sehr gruseliges Szenario und in dem Fall noch gruseliger als The One. In The One ging es ja um Partnersuche im weitesten Sinne oder im engsten Sinne auch und was das mit dem Menschen macht. Aber dieses autonome Fahren hier und auch natürlich diese tödliche Gefahr. Ein Buch, wo man wirklich durchrast, wenn man es nicht in der Leserunde liest. Also das könnte wirklich so ein, ja, Page-Turner, eine Nacht und weggelesen sein, weil es auch groß geschrieben ist und ja, recht einfach geschrieben. Jetzt rede ich ja doch schon so viel über das Buch. Auf jeden Fall ist es grandios, es sieht auch wunderschön aus. Hat von mir 4 Sterne bekommen, keine 5, obwohl es ein Jahreshighlight werden wird. Ja, wieso, weshalb, warum, das werden wir euch dann im Hangout erzählen. Dann habe ich ein weiteres Buch von Melanie Rabe, allerdings als Hörbuch gehört, und zwar Der Schatten. Mir hat ja Die Falle unfassbar gut gefallen, das erste Buch, was ich von Melanie Rabe, den ersten Thriller, sie schreibt ja Thriller, gelesen habe. Dann hatte ich Die Wälder im Eugen Read Buchclub gelesen. Die Falle hatten wir übrigens auch zusammen gelesen. Das fand ich nicht gut. Und ich wollte es aber nochmal weiter mit Melanie Rabe versuchen, denn ihr Schreibstil ist großartig. Ich mag diesen leicht poetischen, ja, superschönen, metaphorischen Schreibstil, den man in Thrillern nicht so oft findet. Das hat sie richtig gut raus. Und Der Schatten hat von mir 3 Sterne bekommen. Er liegt quasi zwischen Die Wälder und Die Falle. Es war nicht so das Highlight, was ich mir erhofft hatte, aber es hat mich gut unterhalten. Es geht da um Nora, die ist Journalistin, ist nach Wien gezogen und ja, trifft auf der Straße auf eine Bettlerin, die ihr prophezeit, dass sie am 11. Februar am Prater einen Mann namens Arthur Grimm töten wird. Ich habe das jetzt mal abgelesen. Aus freien Stücken und mit gutem Grund. Ja, und dann denkt sie sich natürlich erst nichts dabei und ja, bis sie dann über den Namen Arthur Grimm doch stolpert und sich fragt, wie, ja, ob sie einen, ja, einen Grund hätte, einen Menschen umzubringen. Und ja, dann geht das so hin und her. Also wie gesagt, der Schreibstil war wieder super gut. Ich mochte das Hörbuch auch sehr gerne, konnte man sehr gut verfolgen. Das Setting in Wien fand ich auch schön. Es hat ein richtig beklemmendes Gefühl hinterlassen, durch die Sprache, durch das Gesprochene. Also das hat wirklich sehr gut gepasst. Es ist auch für mich ein Psychothriller, kein Thriller-Thriller, also eher Richtung Psychoschiene. Muss aber sagen, dass mir die Protagonistin nicht so richtig sympathisch geworden ist und ihre Handlung, da hatte ich so ein bisschen Probleme mit, deswegen 1 Sternabzug. Und dass ich relativ schnell offensichtlich die Lösung erahnt habe und das dann keine große Überraschung für mich war. Das kann jetzt Zufall sein, weil eigentlich bin ich nicht so der gute Rätsler, gerade wenn ich Bücher alleine höre und nicht in einem Austausch bin. Aber ja, es war gut, es ist ein solider Thriller, Psychothriller. Ich denke mal, für alle, die es nicht so blutig mögen und so eine gruselige Stimmung haben wollen und vielleicht nicht ganz so schnell auf die Lösung kommen, vielleicht als Einstieg im Genre Psychothriller, weil wirklich die Sprache grandios ist. Also Melanie Rabe schreibt so schön, richtig gut und trotzdem atmosphärisch, gruselig, spannend. Aber mich hat es halt am Ende nicht hundertprozentig begeistern können, das Buch. Eine weitere Leserunde habe ich mit Anja von den Bookfriends gehabt. Im August haben wir uns so, oder ja, habe ich mir die beiden ein bisschen eingeteilt. Mit Maike habe ich Passengers gelesen und mit Anja habe ich Julia von Anne Fortier gelesen. Und wer Die Rache des Subs verfolgt, wird dieses Buch schon gesehen haben, denn dieses, ja, Werk liegt seit 3 Jahren auf meinem Sub, also Stapel ungelesener Bücher. Es ist ein Roman, den ich irgendwann mal als Mängelexemplar in so einer Buddelkiste oder es kann auch sein, dass es im sozialen Kaufhaus war für 1,50 €, aber war ich da vor 3 Jahren schon? Ich weiß es nicht, ist ja auch egal, gekauft habe, weil ich fand das Cover schön und ich dachte, es ist eine schöne Liebesgeschichte, die in Italien spielt und irgendwie auf Romeo und Julia basiert oder so, aber in der Neuzeit spielt. Ich hatte keine richtige Vorstellung, außer was hinten draufsteht, das lese ich euch mal kurz vor. Vor der einzigartigen Kulisse Siennas. Die junge Amerikanerin Julia gerät in den Strudel eines Geheimnisses, das tief in die Vergangenheit führt und bis heute wirkt. Es ist das Geheimnis um die größte Liebesgeschichte der Welt, Romeo und Julia. Tatsächlich erfährt man da schon, dass es eben um diese Geheimnisse geht, das hatte ich aber vollkommen verdrängt. Ja, wir haben es zusammen gelesen und es war für uns beide, kann ich schon mal vorwegnehmen, denn die Bookfriends haben ihren Lesemonat ja schon längst gedreht und veröffentlicht. Totale Überraschung, positiv gemeint.
Ich hätte nicht gedacht, dass wir durch diesen ziemlich seitenstarken 630 Seiten Schinken mit doch relativ kleiner und Schrift und viel Text pro Seite, dass wir da so schnell und mit Begeisterung durchkommen, weil es hat uns einfach gefesselt. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Was mir gefallen hat, was ich vorher nicht wusste, ist, dass es in zwei Zeitebenen spielt. Und mir hat tatsächlich ganz oft sogar die Vergangenheit noch besser gefallen als die Gegenwart. Während Julia in der Gegenwart eben ihr Familiengeheimnis versucht herauszufinden, da gibt es auch ganz viele Intrigen. Es wird an einer Stelle etwas mystisch oder an manchen Stellen, wo es mir fast schon ein bisschen drüber war, aber die Autorin kriegt noch wunderbar die Kurve, dass es nicht in die total fantastische Welt abdriftet. Aber der Rest war so spannend, gerade die Vergangenheit. In der Vergangenheit geht es eben um Romeo und Julia, die wahre Romeo und Julia-Geschichte. Die spielt nämlich nicht in Verona und auch nicht so, wie Shakespeare es dann gemacht hat, denn der hat auch von anderen abgeschrieben. Davor gab es nämlich schon andere Geschichten, Romeo und Julia, die in Siena spielen, in dem wahren Ort des Geschehens. Das wusste ich vorher nicht. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr das wusstet, dass Shakespeare, ich glaube, es gibt diverse Gerüchte, dass er des Öfteren abgeschrieben hat. Aber ich muss sagen, ich liebe trotzdem die Shakespeare-Version immer noch heiß und innig. Ich habe sie auch hier und ich werde sie auch nochmal rereaden. Ich liebe den Film mit Leonardo DiCaprio. Ich liebe da die Sprache. Von daher finde ich das gar nicht schlimm. Zurück zum Buch. In der Vergangenheit erfahren wir eben von der echten Romeo und Julia-Geschichte und das war so spannend. Also es ist ein geschichtsträchtiges Buch, man lernt super viel über Siena, die Geschichte, diese Familienbande, wie das so alles damals ablief, aber überhaupt nicht trocken, super, super spannend. Es ist so eine Mischung, auch manchmal hatte ich das Gefühl, ich bin jetzt bei Indiana Jones oder bei Dan Brown, Illuminati, so in diese Richtung oder eher Sakrileg oder ich bringe die alle mal durcheinander. Auf jeden Fall so in die Richtung ging es dann teilweise mit den Nachforschungen, das hat richtig viel Spaß gemacht. Das Buch hat von mir 4 Sterne bekommen, weil es so grandios war. Aber 1 Sternabzug auch, weil es einen Nebencharakter gibt, der am Anfang präsent ist und am Ende nochmal sehr stark, wo ich nicht verstanden habe, warum die Autorin den Charakter so bösartig und so negativ dargestellt hat. Das musste nicht sein, man hätte das auch ein bisschen abschwächen können. Und da habe ich dann manche Handlungen nicht so ganz nachvollziehen können. Ja, in Bezug auf Julia mit diesem Charakter. Ich möchte das jetzt nicht vorwegnehmen, ich weiß nicht, ob Anja das gesagt hat, ist aber auch nicht schlimm. Es ist trotzdem ein grandioses Buch, was ich jedem ans Herz legen kann, der so Geschichten auf 2 Zeitebenen mag, der Lust auf ein tolles Italien-Setting hat. Ich wäre ja eigentlich im Juni in der Toskana gewesen und auch in Siena, aber das wird nachgeholt. Von daher fand ich es eigentlich ganz schön, jetzt das Buch zu lesen und mich noch mehr auf diesen Urlaub nächstes Jahr hoffentlich dann freuen zu können, denn das hat richtig, richtig viel Freude gemacht. Das Buch wird auf keinen Fall ausziehen. Ich habe so ein paar Stellen markiert, die ich einfach sprachlich toll fand. Ja, es wird hier bleiben. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal lesen werde, aber ich lasse ja auch Bücher hier, die ich gerne anderen mal ausleihen möchte. Und Sarah, falls du das siehst, ich könnte mir vorstellen, dass das ein Buch für dich ist. Vielleicht bringe ich dir das einfach mal mit. Zum nächsten Buch werde ich auch nur ganz kurz drauf eingehen, denn wenn euch das interessiert, dann schaut den Lesevlog. Ich habe nämlich wieder in Kooperation mit Mein Wunder ein Buch gelesen und ja, euch beim Leseprozess begleitet. Nein, mich beim Leseprozess für euch begleitet. Es gibt einen Vlog dazu, das wollte ich damit sagen. Let's Go Himalaya von Katja Linke, das ist ein, ich habe gesagt, Reiseroman. Ich wurde jetzt von mehreren Stellen darauf hingewiesen, dass Roman ja eine fiktive Geschichte ist. Roman war für mich einfach immer der Oberbegriff für Buch, bin ich ehrlich, außer es ist ein Sachbuch. Aber die Autorin hat mir auch geschrieben auf Instagram, dass es ein erzählendes Sachbuch ist. Und ich habe dem Ganzen 3 Sterne gegeben, weil es mir zwischendurch zu viel Inhalt war. Wenn man weiß, dass es ein erzählendes Sachbuch ist, was aber eben aus dem Klappentext nicht so richtig hervorgeht, dann könnten einen die Informationen in diesem Buch vielleicht etwas überfordern. Also, wenn ihr den Vlog seht, bedenkt das dabei. Es geht hier um Katja Linke, sie ist Ärztin und nimmt sich eine Auszeit mit ihrer eigenen Tochter und wandert zum Himalaya, zum Basiscamp und hat auch einen Guide dabei, der ganz viel über Geschichte, Politik, Tibets und Religion, des Buddhismus und so weiter erzählt. Ich fand es super spannend, weil ich mich aber auch an sich für das Thema sehr interessiere und auch so gerne mal nach Tibet möchte, wie auch zu vielen anderen tollen Orten. Ich finde das Cover immer noch wunderschön. Es ist ein sehr interessantes Buch, wie gesagt, für alle, die sich eben dafür interessieren, für Tibet. Und hier steht ein Mutter-Tochter-Abenteuer. Tatsächlich kommt mir, Sibby von Coyote Diaries hat es auch gelesen, diese persönliche Entwicklung etwas zu kurz. Aber wie gesagt, es ist ein erzählendes Sachbuch und unter dem Aspekt betrachtet ist es super. Also,
Wenn euch das näher interessiert, schaut bei dem Blog vorbei, ich verlinke euch das. Dann habe ich zwischendurch ein Hörbuch gehört, und zwar das Dschungelbuch. Das gab es bei Amazon, gab es mal diverse Bücher während der Corona-Zeit, vielleicht gibt es sie auch immer noch bei Amazon, bei Audible, kostenfrei als Hörbuch, und das ist von Rudyard Kipling. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Es ist ja ein Klassiker, ich weiß nicht, wann es geschrieben wurde. Was ich nicht wusste, ist, dass es eine Kurzgeschichtensammlung ist. Die Geschichte um Mowgli, die auch ein bisschen anders ist als der Disney-Film. Ich finde den Disney-Film besser. Nimmt aber den meisten Teil ein, und dann kommen gleich noch zwei oder drei andere Kurzgeschichten. Bei der einen geht es um ein, nicht ein Wiesel, aber irgend so ein anderes kleines Manguste, nein. Ich weiß es nicht mehr. Habe ich es aufgeschrieben? Also es geht einmal um eine Robbe, einen Elefanten und noch so ein anderes. Also vier Kurzgeschichten, wobei eben die Mowgli-Geschichte den Hauptteil einnimmt. Ich muss sagen, das war mal wieder ein Klassiker, wo ich mir dachte, zu der Zeit war das bestimmt total toll, und er hat ja schon die Tiere Bezug nehmend auf die politische Lage und so weiter so ein bisschen gezeichnet. Wenn man das weiß, kann man da sicherlich ganz viele tolle Sachen analysieren. Es ist aber definitiv kein Kinderbuch, also hört das Original nicht mit euren kleinen Kindern. Das ist teilweise schon, ja, ist halt schon gruselig. Ich habe 2 Sterne vergeben, weil ja, ich habe es gehört, aber auch die anderen Geschichten, das mit der Robbe war ganz nett, aber es hat mich überhaupt nicht geflasht. Und das liegt auch vielleicht daran, dass es einfach, ja, schon etwas älter ist. Ein Buch, was mich dann aber richtig geflasht hat, und es hat 5 Sterne bekommen, das habe ich überhaupt nicht erwartet, weil ich von der Autorin noch nichts gelesen habe und auch keine großen Erwartungen hatte, ist manchmal vielleicht ganz gut. Und zwar haben wir im All You Can Read Buchclub zusammen im August von Lucy Clark Das Haus am Rand der Klippen gelesen. Da steht Roman, ich würde aber sagen, es ist ein Psychothriller. Es ist auf jeden Fall sehr psychologisch. Spielt ja, in einem Haus am Rand der Klippen, ich glaube in Südengland, ist es Cornwall. Das ist ja auch nicht so relevant, es spielt im November, also es könnt ihr jetzt auch super im Winter lesen, wäre auf jeden Fall eine Winterempfehlung. Aber auch weil es im August so heiß war, hat uns das teilweise gut runtergekühlt, weil das Setting toll war. Und ja, es geht hier um Elle. Das Haus am Rand der Klippen ist ihr größter Traum gewesen. Sie ist Schriftstellerin, hat allerdings erst ein Buch veröffentlicht, was sehr erfolgreich war. Allerdings ist ihre Ehe zerbrochen und sie lebt jetzt alleine in diesem riesigen, tollen, modernen Haus am Rand der Klippen. Und ja, sie hat so ein bisschen Stress auf jeden Fall, denn ihr zweites Buch muss bald abgegeben werden und sie hat eine Schreibblockade, da hat sie Probleme mit. Gleichzeitig hat sie Geldsorgen, denn dieses riesige Haus beruht eben, und der Kredit beruht auch darauf, dass sie dieses zweite Buch schreibt und auch da Kohle bekommt. Und sie ist auf einer Lesereise, glaube ich, und so beginnt das Buch und sie kommt dann wieder nach Hause und sie hat zwischenzeitlich das Haus über Airbnb vermietet. Und ihre Schwester lebt da auch noch und hat sich da auch mit drum gekümmert. Und ja, sie kommt eben zurück in dieses Haus und will ihr Buch weiterschreiben. Und dann, ja, hat sie Probleme in diesem Haus. Und zwar, was steht es hier, damit ich nicht zu viel verrate? Doch als Elle von einer Reise zurückkehrt, spürt sie schon beim Betreten ihres Hauses, dass etwas anders ist. Jemand war hier und hat ihr schlimmstes Geheimnis entdeckt. Wuhu! Und das war so ein toller Page-Turner, dass ich einfach nur 5 Sterne vergeben konnte, weil sicherlich bei Thrillern habe ich immer das Problem, dass ich schnell vergesse und dass es selten ein Buch ist, was ich nochmal lese, aber ich habe keine Kritikpunkte, denn der Schreibstil hat mir richtig gut gefallen. Ich war im Setting drin, ich war bei Elle. Man hat auch Szenen aus Sicht desjenigen, der die das da im Haus ist, und das ist richtig gruselig. Dann ja, sind wir immer am Rätseln gewesen, wer könnte verdächtig sein. Wir haben so viele Spuren gelegt bekommen, aber nicht unangenehm verwirrend, sondern ja, es kamen immer wieder neue Szenen hinzu und dachte, okay, es könnte aber auch der sein und vielleicht ist das und das passiert. Die Protagonistin, Elle selber, ist nicht wirklich vertrauenswürdig, was man im Laufe des Lesens auch mehr und mehr merkt. Und dann fragt man sich, was ist Einbildung, was ist wirklich passiert, was ist ihr Geheimnis? Da haben wir auch ganz lange hin und her gerätselt und sind nicht so richtig drauf gekommen. Und wenn, dann wirklich nur, ja, nicht unangenehm, dass man das Gefühl hatte, ach, man weiß von Anfang an, worum es geht. Ich habe tatsächlich ein Rätsel gelesen oder gesehen, dass jemand schrieb, ja, man weiß von Anfang an, ja, wie es ausgeht. Wir waren 6, ich glaube, wir haben es im kompletten Club gelesen, zu 6. Und keiner von uns ist von Anfang an darauf gekommen. Also wirklich nur kurz vor Ende als Idee, aber auch nicht so richtig mit Beweisen. Also ich finde, Lucy Clark hat das wahnsinnig gut gemacht. Es war ein Page-Turner. Hätte ich das nicht in der Leserunde gelesen, hätte ich es
weggesuchtet, weil es so spannend war. Es sind kurze Kapitel auch und es macht riesig viel Spaß. Ich muss dazu sagen, das ist so ein Beispiel, wo die Protagonistin oder der Protagonist, je nachdem, mir nicht zwingend sympathisch sein muss. Hin und wieder hatte ich mit Elle so meine Probleme. In einem Thriller finde ich das überhaupt nicht schlimm. Weil ich finde nicht, dass einem eine Person wahnsinnig sympathisch sein muss, dass man die Gefahr mit ihr spüren kann. Also, dass man sich ja genauso angstvoll durch das Haus bewegt, nur weil die Person einem irgendwie nicht immer hundertprozentig sympathisch ist, muss sie nicht. Trotzdem, grandioses Buch, also große Empfehlung, wenn ihr Lust habt auf so einen stimmungsvollen Psychothriller am Meer, dann schaut da mal vorbei. Achso, das Haus am Rand der Klippen war ein Rezensionsexemplar, ich weiß nicht, ob ich das gesagt hatte, vom Piper Verlag, also vielen Dank dafür. Denn ein weiteres Rezensionsexemplar, ihr seht, ich versuche meine Rezi-Exemplare zeitnah wegzulesen, das klappt im Moment auch ganz gut, war dieses hier, das ist auch dieses Jahr erst bei mir eingezogen, von Lisa Grunwald, Mit dir für alle Zeit. Ich finde dieses Cover immer noch wahnsinnig schön. Ich fand die Geschichte sehr ansprechend, denn es spielt in New York, ja, in der Grand Central Station und es spielt 1937. Weichenmechaniker Joe geht nach Feierabend durch die Grand Central Station und verliebt sich auf den ersten Blick in Nora, eine sehr hübsche, doch seltsam altmodisch gekleidete Frau, die verloren unter der berühmten goldenen Uhr steht. Nach einem wundervollen gemeinsamen Abend verschwindet Nora jedoch spurlos. Und als Joe noch am selben Abend ihre Nummer wählt, erfährt er, dass Nora vor 12 Jahren bei einem Zugunglück gestorben ist. Aber Jahr für Jahr kehrt sie an diesem Tag zurück und wärmt sich in Joes Umarmung. Hat ihre Liebe eine Chance? Also es ist ein mystischer Realismus, oder wie nennt man das? Also es ist schon die reale Welt. Es spielt eben, wie gesagt, vor dem Zweiten Weltkrieg. Das spielt auch noch eine Rolle, denn wir gehen halt immer Jahr für Jahr weiter, was mit Nora und Joe passiert. Das Setting ist also realistisch. Dass aber Nora eben immer wieder auftaucht, obwohl sie verstorben ist, ist natürlich ein fantastisches Element. Ja, es war ein 4-Sterne-Buch. Ich habe ein bisschen Abzug genommen, weil es hin und wieder ein bisschen seine Längen hat, wobei ich habe immer gerne zu dem Buch gegriffen. Es war jetzt kein Page-Turner im klassischen Sinne, aber ich habe immer wieder gerne eine Stunde drin gelesen und bin in die Welt eingetaucht. Ich mochte Joe und Nora super gerne. Es ist eine bittersweet Liebesgeschichte. Ich gebe zu, dass ich das Ende auch gut fand, kann mir aber vorstellen, dass manche das vielleicht nicht gut finden. Fand ich aber richtig gut, weil ich so eine Art mag, ohne dass ich jetzt spoiler. Man erfährt viel über die Zeit, wie gesagt, der Zweite Weltkrieg bricht dann auch aus. Man erfährt viel über New York, über die Grand Central Station, die liebe ich ja auch sehr. Und es hat so viel Spaß gemacht, mit den beiden dort unterwegs zu sein. Das Setting ist grandios für New York-Liebhaber, einfach ja, ein Traum. Ich habe sehr viel New York-Fernweh bekommen und ja, der Schreibstil ist auch toll. Ich habe eine Passage mir markiert, die ich euch vorlese. Alte und neue Fotografien vom Grand Central sahen praktisch identisch aus und man hörte oft, dass der Ort zeitlos zu sein schien, wie ein Berg oder ein Monument, unverändert von den Jahren. Aber für jemand, der den Bahnhof gut kannte, war er geradezu mit Zeit gefüllt, nicht nur wegen der Narben und seiner Geschichte, sondern mit Zeit, die man überall um einen herum spüren konnte, als hätten die vielen Menschen, die gekommen und gegangen waren, etwas Reales zurückgelassen, hätten ihre Zeit verschwendet, wie Geld. Ja, also es ist nicht die ganze Zeit so poetisch, es gibt auch Dialoge, die sehr umgangssprachlich sind. Aber es war toll. Ja, es wird nicht ausziehen, weil zum einen finde ich das Cover wahnsinnig schön und zum anderen kann ich mir auch hier vorstellen, irgendwann nochmal in dieses Buch reinzulesen. Vielleicht, wenn der nächste New York-Urlaub nicht ganz so weit weg ist wie aktuell, denn ja, das mache ich auch so ein bisschen abhängig von der politischen Lage vor Ort. Aber das ist ein anderes Thema. Das waren also die 7 gelesenen Bücher. Als Neuzugänge habe ich nur 2. Da bin ich sehr stolz drauf. Und zwar zum einen ein E-Book. Das ist das erste Mal, dass ich ein E-Book-Rezensionsexemplar angefragt habe, weil mich das wahnsinnig interessiert. Ich habe das bei Jasmin von Tea & Twigs gesehen. In ihrem Video hat sie es, glaube ich, vorgestellt, weil das Buch auch schon Preise gewonnen hat. Und zwar von Candice Carty Williams, Queenie. Das ist eine Geschichte rund um Queenie, das ist eben die Hauptprotagonistin und ich lese euch mal kurz vor, worum es geht. Queenie ist ein Naturtalent, darin sich Ärger einzuhandeln. Zum Beispiel in der Zeitungsredaktion, wo sie die Zeit vertrödelt, anstatt endlich über die Themen zu schreiben, die ihr wichtig sind. Black Lives Matter, Feminismus, seelische Gesundheit oder mit ihrem braven weißen Boyfriend, der sie nicht gegen seinen rassistischen Onkel verteidigt. Als die Beziehung zerbricht, sucht Queenie Trost in der digitalen Dating-Hölle und trifft eine falsche Entscheidung nach der anderen. Die Welt schaut ihr zufrieden dabei zu, ist denn von jungen, schwarzen Frauen anderes zu erwarten? Eben, erst als man
schon kaum mehr hinschauen kann, stellt sich Queenie den wichtigen Fragen. Wie kann ich die Welt zu einem besseren, gerechteren Ort machen und mich in ihr ein bisschen glücklicher? Ja, genau, es hat den British Book Award bekommen. Und Ruth hatte mich, glaube ich, auch schon mal, oder ich hatte in der All You Can Read-Gruppe dazu was geschrieben. Und ich glaube, Ruth hat es auch als Rezi-Exemplar. Und wir werden es zwar nicht zusammen lesen im Club, aber ich plane das schon zeitnah zu lesen. Also, dass es vielleicht im Oktober gelesen ist. Mal schauen, weil es mich schon sehr interessiert. Es klingt lustig und trotzdem sehr interessant und relevant für die aktuelle Zeit vor allen Dingen. Und das zweite Buch, das war eher so ein Zufallsschnapp. Das war nämlich im Buchschrank auf der Arbeit. Das muss irgendwann mal ins Wasser gefallen sein oder derjenige hat es, kann man das sehen? Derjenige hat das in der Badewanne gelesen. Das ist, sieht sehr merkwürdig aus. Ja, ich glaube, so sieht man das. Das ist so richtig schön gewellt. Aber es geht um den Inhalt und wenn ich es grandios gut finde, dann würde ich es mir vielleicht einfach nochmal bei Rebuy in einer besseren, ja, in einem besseren Zustand holen. Aber es geht um Maike Werkmeister und ich bin der Meinung, Sarah Sophie hat sehr über dieses Buch geschwärmt und andere vielleicht auch. Sterne sieht man nur im Dunkeln. Auf jeden Fall war das auf meiner Wishlist und dann habe ich es da gesehen und gedacht, ah, ich nehme es mit, ich versuche es zeitnah zu lesen. Eigentlich ist Annie glücklich. Mit ihrem Langzeitfreund Thies lebt sie in einem hübschen Bremer Häuschen. Ihr Geld verdient sie als Game-Designerin und in ihrer Freizeit entwirft sie Poster und Postkartenmotive. Die sind übrigens hier hinten drin, finde ich ganz witzig. Doch dann will ihr Chef, dass sie das neue Büro in Berlin leitet. Und Thies will auf einmal heiraten, nur Annie weiß nicht mehr, was sie will. Da meldet sich ihre Jugendfreundin Maria aus Norderney und Annie beschließt, spontan eine Auszeit zu nehmen. 6 Wochen Sand und Wind, Sterne und Meer. Einfach mal durchpusten lassen. Danach sieht sicher alles anders aus. Wie anders, das hätte Annie sich allerdings nicht träumen lassen. Vielleicht heißt sie auch Annie. Das klingt nach so einem typischen Frauenroman, aber wenn Sarah Sophie so davon schwärmt, dann steckt da noch viel, viel mehr drin. Das hat sie, glaube ich, auch gesagt. Und deswegen war es auf meiner Wunschliste gelandet. Ich vergesse da noch mal ganz schnell. Aber ich finde das Cover auch richtig schön. Und ja, freue mich, dass es jetzt hier ist und demnächst mal gelesen werden kann. Das Currently Reading Ende August war Oliver Sacks, Die feine New Yorker Fahngesellschaft. Das hatte ich angefangen. Im Übrigen auch Mitte September noch gar nicht beendet. Und ich hatte als Hörbuch einen dritten Reread. Oder eben das dritte Mal, dass ich von Jessica Townsend Nevermore gehört habe. Dazu dann alles mehr im Lesemonat September. Ich kann euch aber noch sagen, dass ich bei Netflix 2 Sachen geschaut habe. Ich habe die erste Staffel und bisher einzige Staffel Snowpiercer geschaut. Da geht es um eine Zukunftsvision. Es basiert auf einer Graphic Novel. Darauf basiert ein Film aus 2013 und darauf basiert jetzt die Serie. Und es ist ziemlich brutal. Also das gleich vorweg. Ich weiß nicht, ob wie viele Jahre es ist. Also teilweise sieht man viel. Und es spielt in einer Zukunft, wo die Erde vereist ist. Ich glaube, es sind draußen überall minus 80, minus 100 Grad. Also die Menschheit kann dort nicht überleben. Und es gibt einen Zug, der gestaltet wurde oder erstellt wurde und wie so eine Art Arche Noah fungiert. Da gibt es allerdings eine erste Klasse, eine zweite, eine dritte und die Leute, die noch auf den Zug aufgesprungen sind und ja, mehr oder weniger wie Tiere da in der Dunkelheit gehalten werden. Und es gibt eine Rebellion. Und ja, also ich mag solche apokalyptischen Zukunftsgeschichten sehr gerne. Deswegen hat mich das angesprochen, auch mit diesem Snowpiercer. Ist halt der Zug, der immer durch die Gegend fährt, in Bewegung bleiben muss und das Ganze am Laufen hält. Es gibt Waggons mit Agrar, Waggons mit, wo man Lebensmittel anbaut. Die Menschen müssen sich irgendwie versorgen. Aber es gibt ein großes Geheimnis, was tatsächlich relativ am Anfang der Zuschauer schon erfährt, welches der Zuschauer erfährt. Das fand ich super spannend. Mir hat die Serie gut gefallen. Ich hatte Spaß an den 10 Folgen. Sind immer so 45 Minuten. Und wenn da eine zweite Staffel kommt, werde ich da weiterschauen. Und dann habe ich Aquaman geschaut. Den gibt es jetzt seit August bei Netflix. Und ich mag Jason Momoa und Aquaman. Ja, so sieht's aus. Ich finde den Film super. Ich mag Comic-Verfilmung. Das war also mein Lesemonat und so ein bisschen TV im August. Mehr habe ich, glaube ich, gar nicht zu sagen. Denkt an den Hangout, also abonniert am besten Steffi, Sibi, die Bookfriends und meinen Kanal. Dann werdet ihr mitbekommen, wo es den gibt. Oder auf Instagram werde ich das nochmal posten. Da könnt ihr auch sehr gerne folgen. Da gibt es eher so Reise-Content, zumindest im Feed. In den Stories gibt es alles Mögliche, was mich so bewegt. Ja, damit ist der Werbeblock jetzt auch beendet. Und wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Bis dann. Tschüss.